Ein Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich über die zahlreichen Anmeldungen. Möchte auch gleich beginnen und zwar direkt als erstes mit allgemeinen Informationen vorab, beziehungsweise damit, was Sie jetzt in meinem folgenden Webinar erwarten wird. Wie gesagt, zunächst ein paar allgemeine Informationen rund um die Themen Online-Videos und YouTube. Im weiteren Verlauf möchte ich einige Marketingstrategien aufzeigen, die Unternehmen auf YouTube haben. Weiter geht es um Werbemöglichkeiten auf YouTube. Welche Anzeigenformen sind möglich und was ist dabei zu beachten? Schlussendlich möchte ich natürlich auch den richtigen Nutzer mit meiner Werbung erreichen und meine Zielgruppe ansprechen. Hierbei wird es um die Targeting-Optionen gehen. Und als nächsten großen Schwerpunkt möchte ich Ihnen den Video-Content vorstellen, also losgelöst von werblichen Inhalten. Welche Formen von Inhalten gibt es und was ist bei der Erstellung zu beachten? Ganz am Ende möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Ranking-Faktoren eingehen, sodass Ihre Videos auch ein erfolgreiches YouTube-Ranking erfahren können. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Warum Online-Videos? Generell sind Online-Videos oder stellen Online-Videos Inhalt dar, der am häufigsten im Internet geteilt wird. Sie freuen sich großer Beliebtheit und werden deshalb in sehr, sehr vielen Websites oder in Blogs eingebettet und erlangen damit eine sehr große Reichweite. Sie werden von Nutzern außerdem verstärkt zur Kaufentscheidung genutzt, beziehungsweise zur Kaufvorbereitung. Es werden sich Informationen oder Anleitungen zu Produkten angesehen oder einfach nur als Inspiration genutzt. Außerdem steigern sie grundsätzlich das Interesse und somit die Aufmerksamkeit und halt auch die Verweildauer auf Websites, wenn diese dort eingebunden sind. Ja, die ARD und das ZDF hat auch einmal das Thema Online-Videos etwas durchleuchtet und eine Statistik dazu erstellt. Es ist herausgekommen, dass die Nutzung rasant und stetig ansteigt. Um 20% ist sie gestiegen in den letzten 6 Jahren. Und die meisten Videos sind natürlich eingebettet bei YouTube. Deshalb gehen wir hier verstärkt auf diese Plattform auch ein. YouTube zählt 36,8 Millionen Nutzer pro Monat und damit werden 67% der Online-Bevölkerung in Deutschland über mehrere Endgeräte erreicht. YouTube ist auch lange kein Teenie-Phänomen mehr. Wir sehen hier ganz deutlich, 87% aller YouTube-Nutzer sind älter als 21 Jahre. Außerdem ist es die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und die Plattform ermöglicht es ermöglicht den direkten Dialog zwischen Unternehmen und Kunden. YouTube erhält auch Einzug in die deutschen Wohnzimmer. Inzwischen besitzen 38% aller Haushalte ein Smart TV, einen sogenannten internetfähigen Fernseher. Sie sehen hier, die Schweiz ist noch ein bisschen weiter vorne oder vor uns. Was bedeutet das? Nach den Mediatheken wird mit diesen internetfähigen Fernsehern viel YouTube gesehen, viele Videos dort gesehen. Sie haben hier eine Nutzung von 63%. Warum ist das so? Der Nutzer möchte sich sein eigenes Programm individuell zusammenstellen, zugeschnitten auf seine persönlichen Interessen. Und der Nutzer möchte nicht mehr zu oder möchte nicht mehr an Sendezeiten gebunden sein und wirklich den Inhalt konsumieren können, wann er gerade Zeit hat und wann er es gerade möchte. Somit bricht das lineare Fernsehen immer mehr weg. Eine Befragung hat ergeben, dass wirklich jeder Zweite inzwischen die Sendung nicht mehr zur regulären Sendezeit sieht. Ja, YouTube ist natürlich mobil. Das mobile Thema hält auch hier Einzug. Das ist
auf jeden Fall immer im Hinterkopf zu behalten, egal ob Sie Ihre Content-Strategie planen oder Videos produzieren, im Hinterkopf sollte immer sein, YouTube ist mobil, denn 50% aller Wiedergaben auf YouTube kommen von mobilen Endgeräten. Das Smartphone ist einfach immer zur Hand, es liefert Antworten, es überbrückt Wartezeiten, es informiert, es inspiriert. Die Smartphones werden immer leistungsfähiger, es gibt immer mehr Datenvolumen und das Abspielen wird immer leichter, also wird es auch weiterhin zunehmen, die Nutzung über mobile Endgeräte. Außerdem, der Smartphone-Nutzer an sich ist auf jeden Fall gewillter, Videos oder Video-Werbung auf dem Smartphone sich anzusehen. Er tut das lieber oder häufiger als auf dem Desktop oder dem Fernseher. Eine Befragung hat ergeben, dass sich Smartphone-Nutzer auch wesentlich verbundener mit einer Marke fühlt im Vergleich zu Fernsehzuschauern und natürlich auch wieder hier viel bereiter sind, den hier entsprechenden Video-Content zu teilen. Welche Möglichkeiten bietet mir YouTube als Unternehmen Präsenz zu zeigen? Zum einen gibt es die Video-Werbung mit AdWords, zum anderen den Video-Content. Also die Inhalte, die können daherkommen in Form von Anleitungen, How-to-Videos, kleinen Infos, Updates, das können unterhaltende Videos sein oder sie geben dem Nutzer einfach Inspiration. Welche Contentform für ihr und oder für die Unternehmen am besten ist, das kann natürlich immer von Branche zu Branche und von Zielgruppe zu Zielgruppe etwas variieren. Letztendlich lässt sich aber sagen, der Erfolg oder eine Erfolgsstrategie auf YouTube ist immer das Zusammenspiel von beidem, nämlich Werbung plus Content. Ja, vorab einmal kurz, ich werde Ihnen einige Beispiele zeigen zu manchen Themenpunkten. Uns ist es technisch leider nicht möglich, die Videos abzuspielen bzw. anzuspielen. Deshalb habe ich Ihnen unten oder habe einen Screenshot eingefügt. Unten sehen Sie den Link zum Video und Sie können sich dann, wenn Sie die Präsentation runtergeladen haben, entspannt alle Videos einmal ansehen. Die Schuld können Sie bei Ihrem Chef auf mich schieben, dass Sie während der Arbeitszeit Videos gucken. Hier die Firma Geico. Sie hat eine ganze Serie von Werbung angefertigt und es macht einfach Spaß, sich von Werbung zu klicken. So, weiterhin zu beachten, YouTube ist nicht nur eine Suchmaschine, es ist auch gleichzeitig eine Community. Und diese Community ist es gewohnt, auf Videos zu reagieren, sie also zu kommentieren, sie zu teilen. Und deshalb sollte der Kanal immer entsprechende Inhalte auch liefern. Und dem Nutzer sollten so viele interaktive Optionen gegeben, wie es möglich ist, damit er halt immer wieder neue Inhalte konsumieren kann, diese verbreiten kann und sich austauschen kann. Und somit reichen einfach die rein werblichen Inhalte nicht aus. Wie bereits erwähnt, Zusammenspiel, Content und Werbung gleich Erfolg. Videos mit entsprechenden Inhalten ermöglichen es einfach durch die visuelle Unterstützung und durch die Emotionen, die sie hervorrufen können, eine ganz spezielle Beziehung zwischen Unternehmen und Nutzern aufzubauen. Und was auf jeden Fall bei jeder Content-Strategie zu berücksichtigen oder zu bedenken ist, das Publikum auf YouTube funktioniert anders als auf anderen Plattformen. So sind zum Beispiel die Videos auf YouTube 8-mal länger als ein Facebook-Video. Jetzt komme ich zu den verschiedenen Werbeformaten oder Anzeigenformaten, die YouTube bzw. AdWords Ihnen bieten. Zunächst möchte ich Ihnen die In-Stream-Anzeigen vorstellen. Und zwar mit einigen allgemeinen Informationen vorab. Das Ziel einer solchen In-Stream-Anzeige sollte sein, Aufmerksamkeit zu erreichen, Webseitenbesuche zu generieren und eine große Reichweite zu erzielen. Voraussetzungen sind natürlich vorhandene Videowerbung.
Die Schaltung einer solchen Anzeige erfolgt immer vor einem YouTube-Video oder einem anderen Video. Es muss nicht unbedingt ein YouTube-Video sein. Es erfolgt die Schaltung erfolgt davor, während oder nach einem Video. Diese Anzeigen können aber auch in Spielen oder in Apps des Google Display-Netzwerkes erscheinen. Die Anzeige ist für den Nutzer nach 5 Sekunden zu überspringen. Diese 5 Sekunden können immer sehr gut genutzt werden, aber darauf komme ich später noch einmal zu sprechen. Kosten entstehen erst dann, wenn der Nutzer mit der Anzeige interagiert oder er das Video länger als 30 Sekunden ansieht. Wenn Sie jetzt ein Video haben, was nur über 20 Sekunden geht, entstehen die Kosten, wenn der Nutzer sich das Video bis zum Ende angesehen hat. Ich habe es gerade angesprochen, Kosten entstehen bei Interaktion. Was ist aber eine Interaktion? Das können folgende sein, und zwar ein Klick auf ein Call to Action Overlay, auf Infokarten oder einen Companion Banner. In den nächsten Folien werde ich jeweils die Optionen erklären, aber jetzt erstmal zu den weiteren Interaktionen. Ich habe es erwähnt, YouTube ist eine Community und die will auch immer beschäftigt werden. Deshalb sollten alle Möglichkeiten der Interaktion immer genutzt werden, aber nie übertrieben. Also zu vollgeladene Videos, zu viele Aufrufe können den Nutzer verärgern und schlussendlich auch vergraulen. Die Interaktion können Ihnen immer zu einem besseren Ranking verhelfen. Je mehr Interaktionen hervorgerufen werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Video im Ranking besser performt. Aber auch hierzu komme ich später noch einmal genauer. Die Interaktionen sollen immer Anreize schaffen. Und zwar kann das sein, dass sich ein nächstes Video angeguckt werden soll oder Sie möchten, dass der Kanal aufgesucht wird. Sie können aber auch direkt zu einem Produkt führen. Ja, gerade angesprochen, hier sehen Sie ein Beispiel für ein Call to Action Overlay in einem YouTube-Video unten links in der Ecke. Es kann ein Verweis auf eine andere oder eine externe Webseite sein. Diese Call to Actions sind immer individualisierbar, also selber zu erstellen. Hier ist noch ein Bild hinzugefügt. Ganz klar, es muss einen klaren Aufruf, einen klaren Call to Action beinhalten. Warum sollte der Nutzer hier drauf klicken? Als nächstes sehen Sie hier eine Infokarte. Oben rechts im Bild ist ein kleines i. Wenn der Nutzer auf dieses i klickt, öffnen sich die Infokarten. Wir machen das bei den Videos zu unserem Sucher da. Hier führt die Infokarte direkt zum Download-Link oder zum Bestellvorgang für unser Print-Abo. Sie können aber auch auf weitere Playlisten oder andere Videos damit verweisen. Die Shopping-Infokarten sind eine Neuerung von Google, deshalb möchte ich sie hier ein bisschen genauer vorstellen. Es gab bereits eine Testphase mit großen Unternehmen in den USA und soll jetzt auch relativ zeitnah hier in Deutschland stattfinden. Zunächst sehen Sie, also vorab, ich habe es erwähnt, mobil, großes Thema. Natürlich sind diese Infokarten, Shopping-Infokarten auch auf mobilen Endgeräten sichtbar und möglich. Sie sehen auf dem ersten Bild hier oben, als erstes wird dem Nutzer ein Teaser angezeigt. Hier können Sie auch wieder einen kleinen Call to Action äußern. Warum soll der Nutzer darauf klicken? Was erwartet ihn? Und in der zweiten Ansicht sehen Sie die aufgeklappten Shoppingkarten hier mit direkter Verlinkung zum Produkt und die Funktion ist, direkt kaufen zu können. Es sind aber auch Preisangaben zum Beispiel möglich. Was sehr gut in Verbindung mit den Shoppingkarten genutzt werden kann, ist das Remarketing. Sie können zum Beispiel bestimmten Nutzern Produkte anzeigen, die er sich bereits angesehen hat in Ihrem Shop.
Das Remarketing wäre dann basierend auf den Informationen des dynamischen Remarketings für die Displayanzeigen. Wenn das jedoch nicht eingerichtet ist, dann können immer noch benutzerdefinierte Filter eingerichtet werden. Es können aber auch individuelle Anpassungen anhand der Remarketing-Daten vorgenommen werden oder andere Zielgruppendaten eingegeben. Wie gesagt, all das passiert über AdWords. Die Voraussetzung hierfür ist die Verknüpfung mit dem Merchant Center. Zu beachten ist allerdings, die Shoppingkarten werden immer nur alleine angezeigt, also es ist nicht möglich, noch mehrere Call to Actions in Ihrem Video zusätzlich anzuzeigen. Aber wie gesagt, allzu überladen dürfen die Videos auch gar nicht daherkommen. Ja, als nächstes der Companion Banner. Sie sehen ihn hier oben rechts im Bild. Den Companion Banner sollten Sie auf jeden Fall immer nutzen. Ein kleiner Tipp von mir. Auch er ist wieder individualisierbar bzw. benutzerdefiniert zu erstellen. Falls Sie das nicht machen, wird AdWords automatisch eingenerieren. Aber was wichtig ist zu wissen, er wird immer noch angezeigt, auch wenn Ihre Anzeige bereits übersprungen wurde oder der Nutzer auf einer anderen Kanalseite gelandet ist. Der Companion Banner bleibt erstmal bestehen. Deshalb immer unbedingt zum Branding nutzen. Sie können damit auf eine externe URL oder zum Beispiel Ihren YouTube-Kanal verweisen. Wie sollte eine solche In-Stream-Anzeige aufgebaut sein und was sollte sie beinhalten? Ich habe es vorhin angesprochen. Nach 5 Sekunden ist die Anzeige, es ist möglich, es ist dem Nutzer möglich, die Anzeige zu überspringen. Was machen wir? Die ersten 5 Sekunden sofort nutzen. Hier sehen Sie ein Beispiel der Firma Somat. Produkt wird sofort auf den Tisch gestellt. Es wird gesagt, was es ist, worum es sich handelt. Wir sehen das Produkt. Wir wissen, es geht um Spülmaschinentabs. Wir sehen das Markenlogo und wir wissen sofort, worum es geht. Wenn der Nutzer also sich dazu entscheidet, Ihre Werbung zu skippen, wird es trotzdem irgendwo in seinem Kopf hängen bleiben. Deshalb ist es wichtig, sofort das Logo einzubinden. Häufige Frage ist auch immer wieder, wie lang muss so ein Spot überhaupt sein? Was ist eine gute Länge? Generell gibt es da keine Patentlösung. Es gibt sehr gute Werbespots, die teilweise über 2, 3 Minuten gehen und unwahrscheinlich gut performen. Aber generell lässt sich sagen, 20 Sekunden ist ein Erfahrungswert. Das ist eine gute Länge für eine Anzeige, Videoanzeige. Was auf jeden Fall immer verhindert werden sollte, sind Pausen oder unnötige Längen und zu häufige Wiederholungen in einer Anzeige. Außerdem muss der Nutzer sofort wissen, was ihn erwartet mit der Anzeige, wer sie sind, wofür sie stehen und welchen Nutzen das Video für den Nutzer haben wird. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Es muss interaktiv sein. Es können, wie gesagt, die Overlays, Infokarten etc. sein oder eine Person im Video oder die Voice-Over ruft nochmal speziell dazu auf, den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren etc. Außerdem ist es schön, wenn Werbung unterhält. Unterhalten, entertainen. Auch wir hören von unseren Kunden immer wieder, ich habe kein, ich nenne es jetzt mal lustiges Produkt. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel herausgesucht von einer Firma, die Damenhygieneartikel vertreibt. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so witzig, aber sie haben es geschafft, das in einen sehr amüsanten Kontext zu schaffen, einzubinden, zu überraschen. Das ist eine tolle Steigerung in dem Video. Wie gesagt, sehen Sie sich das gerne im Anschluss an und schmunzeln Sie ein wenig drüber. Ja, und dann, das Ende sollte natürlich auch gut überlegt und definiert sein.
Dem Nutzer sollte auf jeden Fall aufgezeigt werden, was er als nächstes tun soll. Soll er den Kanal abonnieren? Soll er sich weiter angucken, die Webseite besuchen, kommentieren? Also kurz am Ende nochmal ganz knackig sagen, was passiert als nächstes. Denn im Hinterkopf haben wir, es ist eine Community, sie möchten ihre Zuschauer binden und immer wieder Nutzersignale generieren. Die nächste mögliche Anzeigenform sind die In-Display-Anzeigen. Ziel hier wieder Aufmerksamkeit erreichen, Website-Besuche und Reichweite generieren. Voraussetzung auch wieder vorhandene Werbevideos oder Videowerbung. Die Schaltung einer solchen In-Stream-Anzeige kann als Overlay in einem YouTube-Video passieren, als Video neben einem Video, in den YouTube-Suchergebnissen oder im Google Display-Netzwerk. Jedoch die Aus- oder das Ausgabeformat ändert sich je nach unterstützendem Anzeigenformat des jeweiligen Publishers. Beziehungsweise auf der YouTube-Webseite sind die Ausgabeformate immer gleich. Kosten entstehen Ihnen hier, wenn der Nutzer auf das entsprechende Thumbnail klickt oder die Wiedergabe Ihres Videos aktiv startet. Das Thumbnail ist eine Art Aushängeschild für Ihre Anzeige. Es kann als Türöffner gut genutzt werden. Auch hier wieder ein Tipp von mir. Es ist benutzerdefiniert zu erstellen. Die Funktion sollten Sie unbedingt nutzen. Und auch während der Videoproduktion sollten Sie dieses Thumbnail im Hinterkopf behalten und das berücksichtigen. Vielleicht können Sie schon einige Screenshots, Fotos etc. während der Produktion erstellen. Zu beachten auch ist, dass die Größe des Thumbnails immer wieder je nach Endgerät oder ja, je nach Endgerät variieren kann. Die Erkennbarkeit und Wirkung eines Thumbnails muss somit immer gewährleistet sein. Es empfiehlt sich vorher, das Thumbnail einmal reinzuzoomen, rauszuzoomen, zu gucken, wie verhält es sich in den verschiedenen Größen. Und wichtig ist, es muss immer im Kontext zum Video und zum Inhalt stehen. Ansonsten verwirren Sie den Nutzer und vergraulen ihn auch wieder letztendlich. Außerdem, wenn es ein Aushängeschild und Türöffner sein soll, soll es natürlich zum Klicken animieren. Auch hier wieder kurz zum Aufbau und Inhalt einer solchen In-Display-Anzeige. Sie möchten mit oder Sie sollten mit Ihrer Anzeige immer das Interesse am Video wecken und nicht unbedingt zu produktfokussiert sein. Falls das der Fall ist, läuft man auch wieder Gefahr, das Interesse des Nutzers zu verlieren oder seine Authentizität. Wichtig hier, knackige, kurze, prägnante Sätze und auch wieder die Informationen beinhalten, warum soll der Nutzer meine Anzeige klicken und zur Handlung animieren. Auch das Gleiche gilt auch wieder, Bild, Werbetext und Keywords müssen in einer Verbindung stehen. Es muss ein harmonisches Ganzes ergeben. Und ein Erfahrungswert oder eine Empfehlung ist es, mit dem entsprechenden Video auf einen Markenkanal, zum Beispiel den Markenkanal als Zielseite einzufügen, um auf weiteren relevanten Videocontent zu leiten. Wichtiger Punkt, wie erreiche ich meine Zielgruppe mit meinen Werbe- oder Videoanzeigen? Hierbei geht es um das Targeting. Es bieten sich folgende Einstellungsmöglichkeiten in AdWords. Viele von Ihnen arbeiten sicherlich mit AdWords und kennen Sie diese. Sie seien doch noch mal eben kurz aufgezeigt. Sie haben die Möglichkeit, demografische Daten einzufügen, also Alter, Geschlecht, Elternstatus. Es gibt die Möglichkeit, nach Interessen zu filtern. So werden dem Nutzer Anzeigen angezeigt, auch wenn er oder zu bestimmten Themen angezeigt, auch wenn er sich auf anderen Seiten befindet mit anderen Themen. Es gibt die gemeinsamen Interessen, wo der Nutzer bereits starkes Interesse für bestimmte Themen zeigt.
Und es gibt natürlich die kaufbereiten Zielgruppen. Da hat der Nutzer bereits sehr großes Interesse am Kauf bestimmter Produkte gezeigt. Es gibt Themen. Dabei ist zu beachten, wenn Sie nach Themen ausrichten, das ist immer sehr, sehr umfangreich, also sollte man auch sehr, sehr zielgerichtet vorgehen. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, Keywords anzuwählen. Je nach Video-Anzeigenformat können Sie Ihre Anzeige auf Grundlage von den entsprechenden Keywords in Verbindung mit bestimmten YouTube-Videos, YouTube-Kanälen oder Arten von Websites schalten, für die sich die entsprechende Zielgruppe interessiert. So. Weiter gibt es die Placements. Sie werden erst beim ersten Schritt automatisch generiert, können aber auch individuell erstellt werden oder man nutzt beide Optionen oder kombiniert beide Optionen miteinander, die sie individuell und automatisch zu erstellen. Hierbei kann auf verschiedene Kanäle, Videos oder Webseiten ausgerichtet werden. Und zwar können Sie auch für ausgewählte Placements verschiedene Gebote angeben, sodass Ihre Anzeige auf bestimmten Webseiten oder Seitenvideos wettbewerbsfähiger werden. Die automatischen Placements werden aus den angegebenen Optionen wie Ausrichtungsgruppe, Keywords oder Themen generiert. Und Sie können natürlich auch bestimmte Placements ausschließen. Das Video-Remarketing ist gerade auf YouTube recht erfolgsversprechend. Hier wird die Kombination mit Shoppingkarten sicherlich zu sehr, sehr guten Ergebnissen führen, wenn sie dann erreichbar sind. Die Listen werden automatisch in AdWords generiert. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine Verknüpfung Ihres YouTube-Kanals mit AdWords. Die Grundlage bilden die Interaktionen, die der Nutzer mit einem Kanal oder mit bestimmten Videos oder TrueView-Anzeigen hatte. Der Vorteil hierbei ist eine besonders zielgerichtete Ausrichtung, die gerade bei YouTube zu einem verbesserten ROI führen kann. Ein kleines Beispiel hierzu. Remarketing-Listen können nämlich auch aus zum Beispiel einzelnen oder ganz bestimmten Videos erstellt werden. Nehmen wir jetzt einmal an, Sie vertreiben Grill und Grillzubehör. Ein Nutzer hat sich bereits auf Ihrem Kanal Videos zum Thema "Wie grille ich Gemüse richtig" angesehen. Und zum Start der Grillsaison bringen Sie ein Produktpaket raus mit verschiedensten Zubehör wie Gemüsepfannen, Grillspießen für Gemüse etc. So haben Sie die Möglichkeit, diesen Nutzer, der sich vorab über Gemüsegrillen auf Ihrem Kanal informiert hat, gezielt mit diesem Produktpaket anzusprechen. Sie können natürlich auch Events oder Ereignisse nutzen. Generell stellen die immer sehr, sehr beliebte Suchanfragen dar. Hierzu können wieder die Placements genutzt werden, um auf themenrelevanten Videos Ihre Zielgruppe abzuholen. So könnte man zum Beispiel auf Videos zum Super Bowl mit einem leckeren Bier oder der passenden Chipstüte werben. Zu beachten ist bei der Werbeplanung immer, dass Sie die Kampagnen vorab starten und nicht erst zum Zeitpunkt des Ereignisses an sich. Wieder ein kleines Beispiel. Die Firma Bonprix hat zum Muttertag ein paar Schauspielern die Frage gestellt, wer die schönste Frau der Welt ist. Wer ist sie? Natürlich die Mutter. Das Video weckt sehr, sehr viel Emotionen, trifft auf jeden Fall den Nerv und ja, sehen Sie sich's gerne im Anschluss an.
Wichtig ist natürlich immer, das Targeting zu beobachten. Wieder ein Tipp von mir. In AdWords existiert ein Tab namens Video Targeting. Der zeigt Ihnen die Ergebnisse an, die die jeweiligen Ausrichtungsgruppen erzielt haben. Also sollten Sie das immer unbedingt zur Analyse benutzen. So können Sie nämlich bestimmte Werte neu ausrichten oder auch Gebote erhöhen oder verringern. So. Jetzt war ich zu schnell. Der Werbeblock ist nun beendet. Von den Anzeigen gibt es jetzt zu den anderen Inhaltsformen, die möglich sind mit Videomarketing. Als erstes möchte ich Ihnen drei mögliche Contentformen vorstellen. Hero Content, der Name sagte schon, sehr heldenhaft. Das sind meistens sehr, sehr aufwendig produzierte Videos mit einem eher höheren Marketingbudget. Es wird kostenaufwendig dafür auch geworben. Dieser Content findet immer nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten im Jahr statt und wird, wie gesagt, entsprechend in die Höhe gehoben. Das könnte zum Beispiel das Einführen neuer Produkte sein. Darüber hinaus gibt es den Hub-Content. Dieser Content oder diese Inhaltsformen finden kontinuierlich das ganze Jahr statt. Also das können zum Beispiel regelmäßige Updates sein oder über Produktneuerungen informieren. Es kann aber auch eine Themenserie darstellen. Zum Schluss möchte ich Ihnen den Hygiene-Content vorstellen. Das ist die Beantwortung von Fragen, wie zum Beispiel, wie Sie das zum Beispiel aus den How-To-Videos oder aus gewissen Anleitungen kennen. Der Content kann auch durchgängig im Jahr gestreut werden oder kann gut genutzt werden, um Löcher zu stopfen, wo gerade mal nicht so viel passiert. Man kann schön auf saisonale Themen eingehen. Wie bastel ich meine Weihnachtsdeko selber. Der Unterschied zwischen den letzten beiden Content-Arten, also dem Hub und dem Hygiene-Content, ist, dass der Hub-Content Anreiz schaffen soll, Ihren Kanal oder den Kanal zu abonnieren. Und der Hygiene-Content geht wirklich immer explizit auf die Beantwortung von einzelnen Fragen ein. Eine Contentform möchte ich Ihnen etwas genauer vorstellen. Das sind die How-To-Videos. Ist natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, mit Content präsent zu sein oder Content zu erstellen. Aber gerade diese Videos erfreuen sich einer großen Beliebtheit auf YouTube. Wie gesagt, das ist eine Suchmaschine. Der Nutzer sucht nach Antworten auf seine Fragen. Deshalb möchte ich darauf ein bisschen näher eingehen. Der Nutzer stellt sich im Alltag unwahrscheinlich viele Fragen. Sie kennen das sicherlich selber. Wie verlege ich mein Parkett selber? Wie bekomme ich den Fleck aus meinem Pulli? Wie stricke ich meinen Schal selber? Deshalb sind einfach diese How-To-Videos und Anleitungen so beliebt. Hierbei ist es immer wichtig, authentisch aufzutreten und Sie haben die Möglichkeit, wirklich als Experte an Ihren Kunden oder den Nutzer heranzutreten. Ganz wichtig ist, aggressives Product Placement zu verhindern, weil das mindert einfach Ihre Glaubwürdigkeit. Sie haben auch hier wieder die Möglichkeit, in direkte Kommunikation mit dem Kunden zu treten, zu weiteren Fragen aufzufordern, das Video zu kommentieren, zu teilen und entsprechend weiterzugeben. How-to-Videos oder Anleitungen müssen auch nicht unbedingt immer sehr aufwendig oder ja, kostenaufwendig produziert werden. Es gibt gewisse kostenlose Tools, wo Sie Anleitungen mit erstellen können. Sie können aber auch mit einer guten Kamera Mitarbeiter oder sich selber filmen, wie Sie Dinge erklären, Produkte zeigen und ja, ähnliche Dinge vorführen, die den Nutzer einfach interessieren.
Ganz wichtig dabei ist, die Person, die etwas vor der Kamera präsentiert, sollte auf jeden Fall Spaß daran haben, authentisch wirken. Es sollte niemand gezwungen wirken und er muss einfach Spaß an der Sache haben. Ziel hierbei auch wieder, Nutzersignale generieren. Sie möchten Abonnenten gewinnen und wie gesagt, schlussendlich soll das Ihrem Ranking helfen. Gut, wie bekomme ich den richtigen Content? Auch das fragen sich viele Unternehmen immer wieder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sie da nutzen könnten. Zum Beispiel kann man sich gut an Fragenportale wenden. Gute Frage Net wäre ein Beispiel. Da haben Sie sogar die Möglichkeit, Videos als Antwort zu posten. Das Schöne an YouTube, dadurch, dass es eine Community ist, können Sie Ihren Wettbewerb ganz hervorragend analysieren, indem Sie sich einfach mal Kommentare zu ähnlichen Videos durchlesen. Wie reagiert der Nutzer auf die Videos Ihres Wettbewerbs? Wie oft werden die Videos geklickt? Wie ranken sie? Wie viele Likes gibt es? Wie viele Views? All das können Sie ganz hervorragend analysieren und sich ansehen. Wichtig auch, sich immer kritisch zu hinterfragen. Also besteht bereits erfolgreicher Content, über den ich auch gerne ein Video machen möchte? Bin ich wirklich in der Lage, diesen erfolgreichen Content zu übertrumpfen? Wenn Sie sich unsicher sind, ein kleiner Tipp. Es können auch nach Phrasen oder Keywords Ausschau gehalten werden, die vielleicht ein wenig ein geringeres Suchvolumen haben, aber vielleicht mehr Relevanz für den Nutzer und somit auch durch das geringere Suchvolumen einen kleineren Wettbewerb haben. Diese Nischen können ganz hervorragend genutzt werden. Sie können auch Ihre Kunden oder Ihre Nutzer für sich arbeiten lassen und durch Sie Content erstellen oder generieren lassen. Fragen Sie in Ihrem Unternehmen Ihre Kundenberater, Ihren Vertrieb, welche Probleme, welche Sorgen hat unser Kunde eigentlich? Welche Fragen treten zu welchem Produkt auf? All diese Informationen können gesammelt werden und Anreize für Videocontent darstellen. Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, in dem Video noch einmal explizit dazu aufzurufen, wie hat Ihnen das Video gefallen? Sind noch Fragen offen? Welche Inhalte sollen wir als nächstes behandeln und beantworten? Und das kann der Nutzer somit in die Kommentarfunktion einfügen und Sie haben wieder die Möglichkeit, einfach neue Inspirationen zu erhalten. Zur Keyword-Recherche. Die meisten großen und gängigen Tools haben die Option, YouTube explizit anzuwählen. Ich habe jetzt hier einmal das Beispiel, das Keyword-Tool I.O. aufgeführt. Sie sehen hier YouTube als Option, einfach anklicken und es werden Ihnen die entsprechenden Keywords angezeigt. Suchmaschine, klar, wie stricke ich mein Pullover, wie mache ich dies, wie mache ich das? W-Fragen immer wieder nutzen. Hier ein Tool, was auch sehr hilfreich ist. Ja, oh Wunder, die Auto-Suggest-Funktion, sie funktioniert noch. Nicht ein Gegner, Voraussagungen, kleines, aber hilfreiches Mittel. So, manche Unternehmen sagen, klasse, ich habe Content, ich habe Inhalte, nur ist mein Produkt oder meine Dienstleistung so komplex, dass ich sie nicht in 2 Minuten erklären kann. Was mache ich? Ich erstelle eine Serie. Und eine Serie bietet die, oder es ist auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Nutzer mehrere kurze Videos hintereinander angucken, als dass die Nutzer sich ein furchtbar langes Video angucken. Kleiner Tipp hier wieder, wenn Sie eine Serie erstellen, sollte der Titel immer einheitlich sein, also der Videotitel sollte immer einheitlich sein. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Videos unter den verwandten Videos erscheinen, also weitere Videos Ihrer Serie. Außerdem sollten Sie, wenn Sie eine Serie erstellen, immer eine Playliste dazu machen.
Hier können Sie auch wieder wunderbar Nutzersignale generieren. Es werden sich die weiteren Videos angeguckt. Hier habe ich Ihnen ein kleines Beispiel von Hornbach herausgesucht. Das ist super gelöst. Sie sehen hier oben sogar in dem Video wurde eine Grafik angezeigt. Da steht Teil 1 von 4. Der Nutzer weiß, ah, es gibt noch weitere Videos, die ich mir angucken kann. Es ist ein sehr komplexer Zusammenhalt. Wie verlege ich Fliese auf Fliese? Sie sehen hier der Videotitel auch immer. Entsprechend wurde der gleiche Titel gewählt. Dazu wurde eine Playlist erstellt, eine entsprechende Videobeschreibung. Und sehen Sie sich einfach mal den Kanal an. Die machen sehr viel, sehr richtig. Nun komme ich zu dem Aufbau bzw. dem Inhalt eines sogenannten How-to-Videos. Der Zuschauer sollte immer strategisch hingehalten werden, aber er darf es nicht mitbekommen. Schwer, ich weiß, aber auf jeden Fall zu berücksichtigen. Klar, Ihr Video sollte eine Einleitung haben. Diese sollte eine Vorausschau geben, Spannung erzeugen und Aufmerksamkeit. Was passiert in dem Video? Werfen Sie vielleicht auch einfach weitere Fragen auf, die zum Thema passen, an die der Nutzer vielleicht nicht gedacht hat. Reißen Sie Dinge an, die Interesse wecken, mit dem Verweis, okay, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, dass Sie sich wirklich Ihr Video auch bis zum Ende anschaut. Müssen Sie Problemstellungen schildern oder die Herausforderungen, die Sie in Ihrem Video bewältigen wollen? Man kann auch immer wieder mit unvorhersehbaren Momenten überraschen und somit auch den Zuschauer hinhalten. Was passiert als nächstes? Erfahre ich mehr? Was passiert einfach? Wichtig ist es immer, eine Handlung zu kreieren. Das hilft nicht nur dem Ablauf Ihres Videos, sondern auch hilft es dabei, das Video im Vorhinein gut zu planen und zu strukturieren. Humor, ich habe es vorhin angesprochen, die Damenhygieneartikel, aus denen unlustig lustig gemacht wurde. Zum Schluss, klar, die Lösung bieten, die sogenannte Punchline und auch hier wieder Call to Action. Sagen Sie dem Nutzer, was er als nächstes machen soll. Soll er sich das nächste Video angucken, Ihren Kanal besuchen, etc. So, was noch? Das waren die How-to-Videos. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Formen von Videocontent, was, wie gesagt, von Branche zu Unternehmen zu Zielgruppe immer wieder variieren kann. Es empfiehlt sich natürlich auch, gewisse Inhaltsformen zu kombinieren. Viel ist auch einfach so ein bisschen ein Gefühl für den Nutzer zu bekommen und auch Dinge einfach mal auszuprobieren. Zum Beispiel könnten einfach Experteninterviews geführt werden, regelmäßige Updates. Sie können natürlich auch ein Making-of zu einem bestimmten Video erstellen, einfach nochmal den Inhalt zu recyceln, den Sie bereits erstellt haben, Produktvideos, Webinar-Mitschnitte, so wie wir es hier machen. Sie können sich aber auch Content durch so einen sogenannten Influencer generieren lassen, erfolgreiche YouTuber zum Beispiel. Ein letzter Tipp noch, wenn Ihre Videos oft auf externen oder Sie vorhaben, auch Ihre Videos oft auf externen Seiten einzubetten, sollten Sie diese immer visuell unterstützen. Denn viele Seiten haben keine Autoplay-Funktion oder geben das Video ohne Ton ab. Also das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, was dem Nutzer angezeigt werden kann, wie zum Beispiel bei Facebook. Dort werden auch die Videos ohne Ton abgespielt. Ich habe es angekündigt. Ganz zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz auf die Ranking-Faktoren eingehen. Sie sehen hier eine Grafik. Vielleicht haben Sie die auch schon häufiger gesehen. Sie ist ein wenig älter, aber immer noch sehr, sehr aktuell. Ich möchte jetzt gar nicht die einzelnen Punkte alle aufführen oder vorlesen. Sehen Sie sich die in Ruhe im Anschluss noch einmal an. Die ist wirklich sehr, sehr hilfreich und zählt alle wichtigen Faktoren auf, die für Ihr YouTube-Ranking wichtig und erforderlich sind. Deshalb, Sie sehen es vielleicht schon ein bisschen auf dem ersten Blick. Ich habe immer wieder von Interaktionen und Nutzersignalen gesprochen. Faktoren können halt sein, wie oft wird mein
Video geteilt, was sind die Reaktionen, wie oft wird es kommentiert, wie lange wird es sich angeschaut, aber auch andere Dinge wie halt der richtige Kanaltitel, sind meine Videobeschreibungen optimiert. Einfach unwahrscheinlich viele Faktoren, lesen Sie sich einfach ganz in Ruhe durch. Auf der Zielgeraden habe ich jetzt noch drei letzte Tipps für Sie. Tipp 1. Auch wenn es weh tut, schlecht performende Videos unbedingt entfernen. Das können Videos sein, die viele Daumen nach unten bekommen haben, die einfach eine unwahrscheinlich schlechte Watchtime haben, die einfach schlecht performen. Auch wenn es Kosten und Mühen waren, das kann Ihrem Ranking wirklich schaden. Ihre Watchtime können Sie optimieren, indem Sie viele Abonnenten haben oder ja, sich an die Arbeit machen, Abonnenten zu generieren. Es ist nämlich so, dass Abonnenten in der Regel wesentlich länger sich Videos anschauen als Nicht-Abonnenten und sie sind auch auf jeden Fall freudiger im Teilen. Sie verbreiten Videos oder Videocontent, sind viel bereiter, den zu teilen als Nicht-Abonnenten. Und zu guter Letzt, YouTube liest nicht nur mit, was sich in der Kanalbeschreibung und sonstigem befindet, es hört auch mit, was in Ihren Videos gesprochen wird. Ja, damit beende ich meine Präsentation. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen guten Einblick geben konnte und freue mich jetzt einfach auf Ihre Fragen und übergebe jetzt wieder an meinen Kollegen Fabian. Dankeschön.